Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie gewohnt könnt ihr uns auch jetzt noch auf allen Social Media Plattformen dieser Erde finden, außer wahrscheinlich auf WeChat und dem russischen Facebook. Also wenn ihr uns dort findet, bitte gebt uns Bescheid. Aber auf allen in unseren Breitengraden frei empfänglichen demokratischen und kapitalistischen Plattformen findet ihr uns natürlich. Und kapitalistischen Plattformen sind auch eine wunderbare Überleitung zu: Gebt uns Geld, denn wir können es sicher besser gebrauchen wie ihr. Und wenn nicht, egal, gebt es uns trotzdem. Wir sind wie Banken, nur schöner. Also Steady gehen, Patreon gehen oder uns einfach zustecken. Also man kann es uns auch in den imaginären BH stecken, so wie das manche Menschen gerne tun, damit ihre Lieblingsberge gehuldigt werden. Zum Beispiel das uns immer in Erinnerung bleibende Leitergebirge. Also das Leitergebirge, das müsst ihr einfach mal besuchen, denn es ist es wert. Glaubt mir das. Es ist genau 10 Euro wert. Ich möchte aber sagen, es ist das Schönste, was Österreich zu bieten hat. Also ich glaube, jeder, der in Österreich lebt und noch nicht beim Leitergebirge war, ist quasi kein Österreicher. Ja, also das Leitergebirge ist das schönste Gebirge zwischen Wien und Ungarn. Ja, also ich träume regelmäßig vom Leitergebirge. Ich habe zu Hause Gemälde, Fotos vom Leitergebirge hängen. Ein Leben ohne dem Leitergebirge ist nicht mehr vorstellbar. Es ist ein Leben, aber es ist halt nicht wert. Ja, es ist eher vegetieren. Ja, es ist Kann man machen, muss man Gott sei Dank. Muss man nicht. Aber ansonsten, TikTok, Strava, was ihr halt so kennt, dort findet ihr uns. Ihr könnt das alles gesammelt auf der Webseite finden. Wenn ihr sonst Neuigkeiten wissen wollt, dann bleibt jetzt dran, weil wir haben brandheiße News. Brandheiß in unserer aktuellen Stunde. Jetzt sollte da eigentlich ein Zimbel kommen, wo irgendwer irgendwo drauf scheppert. Ja, ich suche es gerade, aber ich finde es nicht. Ja, bing! Ja, bing. Hat das geholfen? Nein. Ich finde es wirklich gerade nicht. Ja. Also sogar der Zonk hat besser gebingt wie du. Meine Mama wird jetzt wieder enttäuscht von mir sein. Ja, zu Recht. Zu Recht. Dabei war sie das letzte Mal froh, als ich gezimbelt habe. Ja, weil du ihre Geschenke manchmal sogar irgendwo wieder findest. Aber nein, jetzt sieht man wieder, wo die Geschenke von deiner Mama den Stellenwert bei dir haben. Irgendwo verschmissen hat das angestaubt sind. Aber mit ihr kann man es ja machen, ist ja kein Problem. Lass das halt draußen. Ja, lass es halt draußen liegen im Regen, dann ist es noch rostig. Aber passt schon. Ich kann nur sagen, dass Mama wird es verdanken. Der Sohnemann hat das. Das ist auf kleine Kinder schieben, ist einfach immer das Beste. Genau. Du lässt deinen Sohn also mit irgendwelchen kleinen Teilen spielen, der er vielleicht verschlucken könnte. So ein Futter bist du also. Ist ja kein Problem. Mit ihm kann man es ja machen. Er redet ja noch nicht so viel zurück. Ja, vor allem nicht, wenn er einen Zimbel im Mund hat. Wiedenar. Ist ja der Mund voll. Nein, ich kann es wirklich nicht. Ich habe nochmal geschaut, es tut mir leid. Es tut mir leid, Mama. Ja, na gut. Dann halt so in die aktuelle Stunde. Bing. Und zwar nicht mehr ganz brandheiß und News ist, dass FKT, also die Seite oder die Erfinder von Fastest Known Time, sonst nicht, aber von der Plattform, sind jetzt zum Teil noch beratend tätig, aber eigentlich nicht mehr dabei, weil die Plattform wurde übernommen. Und zwar sie wurde verkauft an die Outside Interactive Inc. Die kennt man jetzt das so eher nicht. Aber sie haben das Outside Magazine, das dürfte in Amerika recht bekannt sein. Ja, das kennt man. Climbing und Trailrunner. Und das Trailrunner-Magazin quasi, das kennt man als Trailrunner halt schon. Oder viele. Und die haben das jetzt übernommen. Kennt man auch. Das Magazin. Ja, ist nicht unbekannt. Ja.
und die werden das jetzt weiterführen. Wie sich das entwickeln wird, weiß ich nicht. Und ich bin auch ganz ehrlich ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Einfach nur, weil es, wenn Firmen coole Punk-Ideen kaufen, dann ist das halt immer, ja, auch da. Aber oft kommt da dann nicht das raus, was ursprünglich geplant war. Aber ich habe keine Meinung. We will see. Apropos keine Meinung, wir haben auch eine Meinung bekommen. Oder eine weitere Meinung zu unserem Podcast, diesem hier, den ihr gerade hört, zu dem ihr wahrscheinlich nur die allerbesten Meinungen habt und ihr uns diese auch gerne kommunizieren könnt, indem ihr uns einfach 5 Sterne auf Spotify oder iTunes gebt. Am besten ihr macht das jetzt gleich und schreibt einfach gleich einen Kommentar dazu. Das ist immer gut. Und wenn ihr uns jetzt eine Bewertung geben wollt, die nicht 5 Sterne ist, dann frage ich mich, warum hört ihr uns? Also kann 5 Sterne nur das einzig logische Resultat sein? Oh, naja, ihr könnt uns einfach weiterhören und uns einen Stern geben und uns trotzdem hören. Jeder braucht ein Feindbild. Mir okay. Ist ja wurscht. Ist ja eicher Zeit. Ich bin ja schon da. Auf alle Fälle hat da jemand uns kommentiert, dass wir über NotenB einen Podcast gemacht haben und die wesentlichen Stationen, Orte und Pässe nicht kennen. Und dass das nicht cool ist, sondern einfach zu wenig mentale Vorbereitung. Wie soll ich das jetzt formulieren? Ich kann halt nichts dafür, dass die Franzosen diesen komischen Hügel und die ganzen Ortschaften rundherum unaussprechlich gemacht haben. Ich meine, sie hätten auch Wurzelbrumpf und Gurgelwurz dazu sagen können. Das wäre für mich genauso sinnvoll. Ja, ich aus meiner Warte bin froh, dass ich weiß, wo der Start war, dass ich dort war rechtzeitig. Das ist mentale Vorbereitung genug. Also wenn ich jetzt noch wissen muss, wo ich über welche Hügel ich laufe, dann wäre ich nie Ultraläufer geworden. Ja, und vor allem, ich mach's wegen einem Berg und nicht wegen einem Ortsschild. Obwohl ich manchmal bezweifle, dass du es wegen einem Berg machst. Psst, nicht so laut. Ja. Also du willst die öffentliche Persona noch wahren, entschuldigst du. Ja, weißt du, das muss ja nicht jeder wissen, dass bei mir nicht der Weg das Ziel ist, sondern das Ziel das Ziel. Muss man dann in Zukunft immer so ein geheimes Zeichen geben, wenn es was gibt, wo jetzt der öffentliche Peter und der private Peter irgendwie zu sehr verschmelzen beginnen. Ja, bei mir sind die zwar sehr verschmolzen. Auf jeden Fall, ja. wir können mit Fug und Recht sagen, wir werden auch in Zukunft nicht wissen, wo wir drüber laufen. Ja, und ich könnte mich mit der französischen Sprache auseinandersetzen. Ich habe halt einfach keinen Bock drauf. Und vor allem, das ist extrem lustiges Content, Podcast-Content-Entertainment, wenn du einfach versuchst, irgendwas Französisch auszusprechen. Wir haben auch einen gewissen Ruf, den wir mittlerweile verteidigen müssen. Das ist richtig. Da schickt es sich einfach nicht, wenn wir jetzt plötzlich anfangen, Dinge richtig auszusprechen. Weil ganz ehrlich, ich nehme keinen Spruch ernst, den nicht bis 100 zählen kann, sondern sage, 4x60, 10. Alter, das Wort ist 90, nicht 4x60, 10. 4x60, 10 ist aber auch nicht 90, aber ich bilde jetzt die Mathematik. 4x20, 10, so. 4x60, ich wollte dir mathematisch jetzt nicht zu nahe treten. Ja. Die verwirren wir so derartig. Brr. Gut, haben wir einen neuen Zuschauer beleidigt und verloren. Weiter gibt es noch irgendwen, den wir beleidigen können? Ja. Na, wir haben auch Rückmeldungen bekommen zu Trainingseinheiten, die wir alle bündeln und dem Trainer nächstes Mal stellen werden, wenn er wieder da ist. Nur damit keiner glaubt, dass das jetzt da verloren geht. Nein, tut es nicht. Wir nehmen das alles gerne auf. Ihr könnt uns gerne weiter Fragen schicken zum Trainer, also was er mit irgendwelchen Sachen vorhat oder nicht, weil ich frage mich das oft genug. Und wir stellen uns das gerne und er beantwortet diese auch. Ja. Wenn er dann wieder zurück ist vom sich die Sonne auf den Hintern scheinen lassen in der Toskana. Ja, jeder kann was. Richtig. Ja.
Ich glaube, der hat den statt dem Tar, also den Transalpine Run, den Tan gemacht. Die anderen Nieren und er lässt sie bräunen. Aber ganz neu, was jetzt auch wirklich zur aktuellen Stunde passt, ist am 3.4. hat der schnellste Mittelstreckenläufer Österreichs, ja, Mittelstrecke, das erste Mal einen Halbmarathon gelaufen. Er hat geschrieben, es war jetzt da keine berühmte Zeit, also war so, es hätte besser gehen können. Sein Debüt mit 63 Minuten an Halbmarathon. Ja, kann man machen. Also, thumbs up. Der Andi Walter hat dann rausgehaut. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, bei unserem ersten Halbmarathon sind wir auch 63 Minuten gelaufen. Das Blöde ist, wir waren halt noch nicht im Ziel und haben halt noch weiterlaufen müssen. Und zwar gar nicht so wenig weit. Ja. Und es gibt ein Foto von dem Halbmarathon in Prag, war der, glaube ich. Da sieht man ihn offensichtlich Richtung Ziel spurten und man sieht ihn auf dich zukommen und auf der anderen Seite von der Straße habe ich zuerst geglaubt, das sind Zuschauer. Nein, das sind Läufer, die in die andere Richtung nur laufen. Und es ist ein Standbild und du siehst trotzdem den Geschwindigkeitsunterschied. Ja, das ist für alle minus einen auf dem Bild bitter. Ja. Ich habe gerade nachgedacht, ich glaube, bei meinem ersten Halbmarathon war ich wirklich ungefähr bei der Hälfte, wie bei 63 Minuten. Ich bin meinen ersten Halbmarathon in 2:04 gelaufen. Ich glaube, ich bin meinem ersten Halbmarathon in 1:47 gelaufen, weil ich 1:45 laufen wollte. Weil ich gedacht habe, wenn man einen Fünfer-Schnitt einfach hochrechnet, müsste sich das ausgehen. Und ein Fünfer-Schnitt geht immer. Ja. Es war ja höchst wissenschaftliche Herangehensweise an das Ganze. Das, ja. Aber der neue Peter, der Trainer Peter, der was soll ich sagen? Der lacht über den alten Peter. Über solche Sachen. Er trauert ihm nach. Ganz, ganz bitter ist das. Aber das bringt uns eh zu direkt aus der aktuellen Stunde. Ja. Es katapultiert uns ins Thema der Sendung. Ja. Die aber noch immer nicht verraten. Was ist denn das Thema der Sendung, Flo? Naja, wir gehen wieder mal ein bisschen oldschool. Wir haben ja vor ein paar Wochen die große Oldschool-Sendung gehabt. Und wir hatten ja die längste Zeit ist das Problem, dass keine Wettkämpfe stattgefunden haben und dementsprechend wir zwar auch relativ wenig zu berichten hatten. Und da das jetzt wieder anfängt und da du letzte Woche einen Wettkampf gelaufen bist, werden wir, man kann es kaum glauben, einfach einen Wettkampf wieder mal Revue passieren lassen. Oh, du bist nämlich beim Lindkogel Trail gelaufen. Du, wilder Hund. Das ist richtig. Und und gleichzeitig wollen wir dann auch noch ein bisschen über mich sprechen. Und meinen Switch von Kurzstrecken laufen oder den Versuch, Kurzstrecke zu laufen, hin wieder zu den Trails, wie ich quasi wieder zurückgefunden habe. Genau, und deswegen fangen wir mit dir an. Und du bist also vor einer Woche beim Lindkogel Trail 54 Kilometer gestartet. Erzähl mal so, wie bist du das im Vorfeld angegangen? Naja, den Lindkogel, also ihr könnt es nachschauen, die letzten Jahre, Lindkogel-Trail.at, sind wir ja schon beide mehrfach gelaufen. Ich glaube, du bist auch schon mehrfach gelaufen, oder? Ich bin einmal gelaufen. Einmal? Okay. Also einmal im Wettkampf. Die 20 gelaufen. Genau. Im Wettkampf, okay. Na, ich bin die 30 schon gelaufen, das war einer meiner ersten Trail-Wettkämpfe. Dann die 20 mit dir und jetzt die 54. Wir sind letztes Jahr zusammengelaufen und du bist aber die 54 mit dem Trainer letztes Jahr in Vorbereitung vom UTMB gelaufen. Genau, das war unser großes Doppeldecker-Wochenende. 54 beim Lindkogel und, nein, ja, genau, 54 beim Lindkogel und 42 dann am Schneeberg. Ja. Und mir hat der Lindkogel jetzt da, also erstens war ich schon angemeldet, bevor der Trainer spruchreif war, glaube ich. Ich habe mich nämlich direkt nachdem wir gelaufen sind letztes Jahr angemeldet, deswegen habe ich die schöne Startnummer 10 gehabt.
weil wirklich einer der ersten war. Das überrascht mich nicht, dass du dich angemeldet hast, bevor du es dem Trainer gesagt hast. Das gefühlt bist du bei allen deinen Wettkämpfen so, oder? Hupsi. Ich habe ja gesagt, ich will, dass es für ihn genauso unangenehm ist wie für mich. Ich glaube, das schaffst du. Ja. Ich glaube, das kann unterschreiben. auf alle Fälle habe ich mir gedacht, na, die 54, die möchte ich mal machen, weil warum auch nicht. Und es hat gut hineingepasst ins Training. Und der Christoph hat auch gemeint, das ist ein quasi optimaler Vorbereitungswettkampf, weil es halt einfach lang genug davor ist, weil da sind noch irgendwie so ein Makrozyklus, Mikrozyklus, keine Ahnung, irgendein Zyklus dazwischen. Ja. Bevor es nach Innsbruck geht und es ist einmal zum Schauen, Race-Taktik anschauen. Und er hat mir, also er hat erstens, das Training ist jetzt nicht unähnlich gewesen, nur dass es halt kürzer ist. Und er hat mir als Vorgabe gegeben, erstens hat er mir zwei Leute ausgesucht, auf die ich schauen soll. Einen anderen Athleten von ihm, in Harald. Ja, es ist ein Triathlet, aber puh, also der gewinnt offensichtlich einen Triathlon nicht im Schwimmen. Weil bist du deppert, ist der schnell. Den hast du nur am Start gesehen, um Hallo zu sagen. Ah, wir haben nachher ein Zürcherbier getrunken. Aber dazwischen weniger. Alles klar. Und am zweiten, den ich mir ausgesucht habe, war gesagt, ah, der ist letztes Jahr ist der Fünfter geworden. Und dann haben wir gedacht, puh, das ist aber hochbockert. Das heißt, da sollte ich vielleicht vorne mitlaufen. Schauen wir mal. Und dann haben wir die Startlisten so angeschaut und haben gedacht, naja, könnte ja sein. Was muss ich denn laufen, dass ich Fünfter wäre? Und dann haben wir gesagt, 5 Stunden 30, 5,40, so in die Richtung ungefähr. Dann habe ich das hochgerechnet und gedacht, 54 Kilometer, 5 Stunden 40, das ist ein Sechserschnitt oder ein bisschen mehr. Ja. Das ist mit 2.500 Höhenmeter nicht nix. Da habe ich gedacht, das wird aber anstrengend, der Tag. Von nix kommt nix. Mhm. Dann habe ich herausgefunden, dass der Start um 7.30 Uhr ist, aber die Zeitumstellung genau an dem Tag ist, was super ist. Das heißt, früh auf. Und dann war die Vorgabe, was ich sehr amüsant gefunden habe irgendwie, bergauf Schwelle laufen maximal, also nicht über der Schwelle laufen und bergab entspannen. Da habe ich mir gedacht, ich glaube, der will mir ein bisschen häkeln. Naja, wenn du entspannt bergab laufst, laufst du noch immer allen davon. Das wusste ich nicht. Und dann bin ich halt in der Früh hingefahren und habe gedacht, ja, das wird sicher ganz geil, schauen wir uns an. Und da habe ich schon gewusst, wer alle startet, weil da habe ich gewusst, die Eva Sperger kommt. Und habe gedacht, puh, gut, Dramenwertung ist erledigt. Und bei der Gesamtwertung wird es abfahren mitspielen. Der Tom Wagner, mit dem habe ich schon gesagt, da müssen wir ein Bier trinken gehen nachher. Der ist auch da. Und am Start habe ich gesehen, da war der Thomas Bosniak auch da. Und ich dachte, na gut, fahren wird es halt eng werden. Beziehungsweise die wäre wahrscheinlich so schnell nimmer sehen. Und sonst auch einige bekannte Gesichter, auch einige Zuhörer gesehen, was mich sehr gefreut hat, weil uns kennt man ja dann vom Foto oder von der Folge und sonst irgendwas. Man tut sich jetzt selber ein bisschen schwer, dementsprechend bin ich auch immer froh, wenn mir wer anredet, weil ich und Gesichter, es ist halt schwierig. Ich bin froh, dass ich mein eigenes erkenne. Und dass du mich auf der Straße kennst. Ja, aber bei mir selber bin ich froh drüber. Ich habe nicht gesagt, dass du froh drüber sein musst, aber du erkennst mich. Aber ich erkenne dich, das ist richtig. Und wenn ich dich plötzlich die Straßenseite wechseln sehe, dann weiß ich, du erkennst mich noch immer. Das ist unser geheimes Zeichen.
Ja, auf alle Fälle war ich dort und habe auch gehört, dass der Christoph auch hinkommt, also der Mittrainer-Support quasi. Und wie so ein Elite-Läufer, hä? Ja, wie so ein Elite-Läufer. Und dann sind wir, also mein Ziel war unter 6 Stunden. Das war mein angesagtes Ziel und mein Wunsch, super geile Ziel war 5:30. Und ich dachte, das wäre dann halt schon echt geil. Und dann ist es losgegangen in Bad Vöslau. Da laufst du mal aus dem Ort raus. Und zack, bin ich neben Tom Wagner gewesen. Und wir sind halt zusammen die ersten, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Kilometer gelaufen. Was ganz lustig war, weil er ganz offensichtlich eine niedrigere Pulsfrequenz gehabt hat wie ich. Also, der ist wahrscheinlich auf einem Bein gekupft und hat am anderen irgendwie die Schnürsenkel gebunden, während er mit dir gelaufen ist. Nein, aber die Aussage von ihm nach 3 Kilometer, weil er gemeint hat, ja nein, nach dem Frühstück so die ersten Zähne wollte er zum Aufwärmen nehmen. Und ich habe auf den Puls geschaut und mir gedacht, 162. Okay. Ich laufe also schon an der Schwelle und er macht das gerade zum Aufwärmen. Das könnte bitter werden hinten raus. Und wir sind dann aber doch den ersten Anstieg gelaufen. Jetzt noch nicht auf den Lindkogel rauf, aber es gibt vorher schon so einen Schnapper auf, der geht auch schon ein paar hundert Höhenmeter auf. Und das ist noch alles ganz gut gegangen und wir haben gequatscht und haben recht eine Gaude gehabt. Und die ersten sind aber schon weggestürmt. Also eben ja. der Harald und der Tom Bosniak und noch 2 oder 3, die einfach vorn weg waren. Also es waren 5 Leute in front, die waren fort. Und dann war ich mit Tom Wagner, mit noch 2 und der ersten Frau, die aber nicht Teversperger war, sind halt so in einem Backerl hinten noch. Sind da drauf und irgendwann so nach dem ersten Downhill, wo der Tom und ich offenbar ein bisschen Vorsprung rausgelaufen sind zu dem Rest, weil ja, ich bin bergab langsamer gelaufen und habe dann auf 150 Puls reduziert. Das war nicht das, was der Christoph gemeint hat mit entspannt runterlaufen, aber der erste Downhill ist halt auch technischer und wenn es technischer wird, und du das flotter laufst, dann ist der Puls halt hoch, weil du musst dich konzentrieren, wo du hinsteigst. Es hilft halt nichts. Wenn ich dasselbe Tempo laufe bei einer Forststraße, habe ich aber 130er Puls und nicht 150. Aber wenn du halt schauen musst, wo du hinsteigst, und da sind wir halt runter und dann geht's Richtung erste Labestation, die ist bei, weiß nicht, Kilometer 7 oder 8. Und da habe ich gemerkt, nein, der Tom ist mir einfach einen Schritt schnell und dann ist er davon und dann habe ich eben immer gesehen, dass er ein bisschen vor mir ist und habe mir gedacht, ich hänge mich da jetzt nicht auf Teufel komm raus ran, das bringt nichts. Ja. Und bin einfach mein Tempo dann durchgelaufen und habe gemerkt, okay, die anderen 2, die rund um mich waren, waren bergauf vielleicht um einen Tacken schneller wie ich und manchmal haben wir die auch überholt und bergab habe ich es dann wieder eingesammelt und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der eine war nachher weg, weil er aufs Klo müssen hat und dann ist dann wieder gekommen. Also das hat man schon mitgekriegt und die erste Frau war nachher irgendwann weg, dann waren wir zu dritt. Ist gegangen und bin dann bis zur zweiten Labestation gelaufen. Dann geht es das erste Mal auf den Linkkogel rauf. Das ist ja relativ. Bei welchem Kilometer sind wir da? 10, glaube ich. Ich glaube so 10, 11, 12, so irgendwas in die Richtung. Das heißt, du hast den ersten Hügel hast du erledigt und dann hast du das erste Mal den steinernen Weg, hast das Ding, wo du rauf musst auf den Lindkogel und dann zum eisernen Tor. Ja, genau. Es ist im Endeffekt auch der längste Anstieg, den du hast und der ist 700 Höhenmeter am Stück oder so irgendwas müsste das sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und den habe ich dann eigentlich relativ gut aufgearbeitet und habe da wirklich geschaut, dass ich
zwar gehe, aber ein paar Kilometer 15 haben wir da schon. Ah. Ja. Dann geht es hoch bis auf Kilometer 19, das ist nachher das erste Mal am Lindkogel oben. Auf alle Fälle da ist es eigentlich alles ganz gut gegangen. Und ich habe geschaut, dass ich das Tempo gut halte. Und die anderen waren auch ungefähr in meinem Bereich. Das heißt, ich habe immer einen Ansporn gehabt, dass ich auch nicht vom Gas gehe, sondern immer immer auf Zug. Da habe ich mir gedacht, schauen, was geht. Wenn es sich hinten raus nicht ausgeht, ja, dann hast du Pech. Es ist ein Vorbereitungswettkampf. Und dann geht es vom Lindkogel. Wenn du oben bist, diese 700 Höhenmeter, dann bist du auf 800 sowieso. Also der Lindkogel ist jetzt nicht so hoch, das sind 840 Höhenmeter oder so. Also gipfelmäßig. Und dann hast du irgendwie 5 Kilometer Downhill. Und da war dann, also oben gibt es nur Wasser und dann rennst du runter. Und beim Downhill habe ich dann halt den vor mir wieder eingesammelt und da habe ich auch gemerkt, okay, da kann ich wieder Meter machen bergab, weil es war so ein bisschen Forststraßen und dann bist du halt schnell einmal auf einen 430er Schnitt oder so irgendwas in die Richtung. Das geht halt. Und da habe ich auch gemerkt, da kannst du downhillmäßig wirklich mit 140, 142er Puls runterlaufen und trotzdem einen 430er Schnitt laufen. Ja. Und dann kommt ein kleiner Gegenanstieg. Das war das einzige Mal, glaube ich, oder das eins von zwei Mal, wo ich mir nicht sicher war, wie der Weg geht. Also da laufst du auf die Straßen und dann hast du so einen Asphaltpart und du siehst, es geht geradeaus und dann steht irgendwo wer und du teilst dem zu, ob du das links oder geradeaus willst oder rechts und der teilt dann rechts ab und du denkst, komisch und dann sind aber keine Wimpel auf der Seite und dann merkst du, aha, die Pfeile am Asphalt quasi, die sie aufgemalt haben, das sind deine Richtungsgeber jetzt auf Asphalt. Das hat einen Moment gedauert und ich habe ein bisschen geschaut und habe mich auch umgedreht, ob hinter mir noch Läufer sind oder nicht. Und da habe ich das erste Mal gesehen im Hintergrund, da kommt eine blonde Läuferin, das ist die Eva Sperger. Die kommt heute jetzt, die kommt doch daher. Recht zügig, um es mal so zu sagen. Und bergab, zügiger als du dann? Nein, bergab war sie immer so auf ähnlichem Distanz. Jetzt offenbar ist sie den Anstieg zum Lindkogel rauf schneller gegangen wie ich und dürfte schon die ganze Zeit hinter mir gewesen sein, nur habe ich es halt vorher nicht gemerkt. Und da habe ich es halt gemerkt und dann kommt ein kleiner Gegenanstieg. Das sind, lass es ein Kilometer sein, wo du so ein bisschen eine Kuppe hast. Ein Schnapperl. Ein Schnapperl sozusagen. Und bei diesem Schnapperl habe ich halt gemerkt, okay, wenn ich es laufe, dann geht mir der Puls zu weit hoch. Das heißt, ich bin ganz langsam gelaufen, beziehungsweise so gehen, laufen, abwechselnd. Und habe immer geschaut, aber da habe ich auf den Puls geschaut und gesagt, okay, immer an der Schwelle. Und da habe ich gemerkt, okay, da kommt eine von hinten, die läuft das alles. Ist sie und oben auf der Kuppe hat es mich nachher auch gehabt und zack, hat sie mich überholt. Dann habe ich gedacht, na gut, dann Kuppe ist vorbei, jetzt müsste es eigentlich bergab gehen und bin halt hinten dran geblieben und habe gedacht, naja, dann hängst du halt wenigstens an, hilft ja nichts. Willst du nicht unhöflich sein und da die Dame allein durch den Wald laufen lassen? Ja, weißt du, es wird so schnell finster da in der Gegend. Und es ist zwar März gewesen, aber es ist noch ganz viel Blätter-Scheiß am Boden vom Herbst und es war halt so ein Waldwegerl und es ist bergab gegangen, langgezogene Linkskurve bergab und sie hat es schon recht knallen lassen, also das war jetzt der zügigst, würde ich mal sagen, ein resches Tempo. Und habe ich gedacht, bin hinten halt so auf 4 Meter Abstand oder 5 Meter Abstand hinten dran gelaufen, habe ich mir gedacht, aber eigentlich schon geil. Also das war so der Moment, wo ich gedacht habe, Skat. Also da läuft vor dir quasi eine Profiläuferin und du bleibst hinten dran und du gehst nicht all out. Das ist okay.
Ich bin zufrieden mit mir. Und in dem Moment, wo ich mir denke, ich bin zufrieden mit mir, geht es vor mir rass. Und die Füße von ihr sind kurzfristig einmal ohne Bodenhaftung gewesen und sie ist einmal in den Wald abgebogen. Unfreiwillig. Unfreiwillig. Und ist halt da weggerutscht und so richtig im Wald habe ich. Und ich habe mir gedacht, so, naja, liegen lassen kannst du es jetzt auch nicht, gell? Also, was soll ich machen? Blätter drauf und vielleicht merkt es keiner. Schaut auch blöd aus. Und dann habe ich halt aufgerufen und gefragt, ob eh alles passt. Und sie hat gesagt, ja, geht schon. Und dann bin ich halt, wir haben zwei Worte gewechselt und bin weitergelaufen. Und dann bin ich bis Kilometer 25 halt bergab und habe mich umgedreht. Da war aber niemand dann mehr. Also ja. Sie war nicht da und die anderen, die uns nahe waren quasi vorher, die habe ich sowieso nicht mehr gesehen. War dann sehr verwirrt. Und bei Kilometer 25 ist eben der Trainer das erste Mal gestanden. Und da hat man nachher gesagt, naja, der Harald, also die Führungsgruppe quasi, die sind 15 Minuten vor mir. Was ist mit denen? Sind die mit einem E-Scooter unterwegs? Es sind 25 Kilometer im Land und ihr seid, war das nicht, eine Viertelstunde vor mir und ich bin jetzt echt nicht langsam unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, die sind gone. Also da brauche ich mir jetzt dann nichts mehr denken. Bin dann aber trotzdem ohne groß stehen zu bleiben, weil ich habe, das war mitunter eine Taktik, ich bin mit, wir haben zwar alle paar Kilometer eine Labestation gehabt, aber ich bin mit volle Flaschen losgelaufen, also mit zwei volle Flaschen und habe dann die erste Labe auslassen, die zweite Labe auslassen, bei der dritten Labe, das war eben genau die bei Kilometer 25, glaube ich. Dort habe ich aufgefüllt. Dann die nächste habe ich wieder auslassen. Die übernächste habe ich wieder aufgefüllt. Also ich habe wirklich geschaut, dass ich aber die Laben möglichst keine Zeit verbraucht. Und ich habe nur was zum Trinken geholt. Und dann kommt der zweite Anstieg in Maria Reisenmarkt am Beilstein. Mhm. Und da geht es halt ein paar Kilometer, ich glaube 5 Kilometer geht es bergauf und du machst wieder ein paar hundert Höhenmeter und dort ist zuerst dieses Asphalt und gemütlich und dann biegst du in den Wald ab und dann wird es doch recht anstrengend und kurzfristig auch ein bisschen technischer. Ja, ich glaube, das ist das technischste Stück von der ganzen Runde, oder? Und beiß schon drauf. Also der erste Downhill ist nicht ohne. Der ist recht steil. Dann am Beilstein rauf, ja, würde ich auch sagen. Das die technischere Geschichte ist, ja. Ja. Und das dort drauf, das war ganz lustig, weil da sind halt extrem viele Wanderer uns auch entgegenkommen. Und du, also die Wanderer spazieren da voll ausgerüstet da entgegen in großen Hordengruppen und du kofferst mit Minimalausrüstung, aber dafür mit rotem Kopf und starten nochmal entgegen und nichts rund um dich, wenn du allein unterwegs bist, wenn du jetzt da nicht gerade in einer Gruppe anläufern bist, nichts um dich deutet auch nur ansatzweise darauf hin, dass du da in einem Rennen bist, sondern die denken sich einfach nur, irgendein Wahnsinniger hat sich eine Nummer umgeschnallt und koffert durch den Wald. In deinem Fall stimmt das aber so oder so. Das ist richtig. Auf alle Fälle, dort beim Richtung Beilstein, noch immer kann gesehen und dann diesen steilen Pfad aufführen. Das ist ein bisschen serpentinenmäßig, was da ein bisschen, also du musst nicht kraxeln, aber es sind halt Treppen, also wie heißt das, Leitern? Stufen? Stufen und Leitern und Seile halt, dass du aufkommst. Und dann kletterst du auf und da habe ich von hinten wieder gesehen eben die Eva und einen zweiten Läufer, der kurz hinter ihr war. Wo der herkommen ist, habe ich nicht gewusst, weil den habe ich vorher noch gar nie gesehen gehabt. Und habe aber gemerkt, okay, auf dem technischen Uphill kommen sie mir nicht nach. Offenbar sind beide schneller beim normalen
also wenn es leicht bergauf geht. Also bei der Geschichte, wo immer nicht so richtig leicht tue. Und dann sind wir halt dort auf. Und nach dem Beilstein geht's recht gemütlich wieder bergab Richtung Maria Reisenmarkt, wieder retour. Also du kommst wieder zur gleichen Stelle hin, bei der du schon warst. Und da waren sie wieder weg hinter mir. Also da bin ich dann im Downhill, bin einer offensichtlich davon gelaufen. Und da waren wir dann ein paar Kilometer, was haben wir da jetzt, 32? Oder so irgendwas in die Richtung. Und da war das zweite Mal der Trainer da und hat quasi gesagt, na, alles super, passt schon. Ich dürfte Platz haben nach hinten, ich soll einfach das Tempo weitergehen. Ab jetzt kann ich schauen, was geht. Und dann geht's von dort aus die nächsten, was sind das, wieder 5-6 Kilometer bis Kilometer 40 geht's bergauf, nämlich ist zweiter Mal am Lindkogel laufe. Also zuerst ein bisschen flacher und dann am Lindkogel laufe. Das ist, also den Streckenabschnitt habe ich nicht so toll gefunden, weil du laufst ein Tal entlang und du laufst eigentlich eine Straße entlang. Du laufst relativ viel Asphalt. Immer so leicht ansteigend. Ja. Und das ist mir schon ein bisschen am Nerv gegangen. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Weil ich mir gedacht habe, in der Gegend, da gibt es garantiert irgendwelche Wege, die du laufen könntest durch den Wald. Also ich weiß schon, das ist jetzt, also ich habe ein Auto hab ich gesehen auf dem Weg dort auf. Das ist jetzt noch nicht wahnsinnig befahren, aber bis auf die zwei Down- oder Uphills hättest du es auch wahrscheinlich alles mit Straßenschuhe laufen können. Bei den Witterungsverhältnissen. Und das ist mir ein bisschen am Nerv gegangen, weil ich gedacht habe, mit Trailschuh, aber na gut, was so ist. Da rennst du Richtung Rohrbach, glaube ich, und dann wieder Richtung Lindkogel laufe. Und bei diesem Anstieg, der ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent das es sind, aber es ist, wenn du uphill gut bist, laufbar, definitiv. Und ich habe auch geschaut, dass ich diesen Anstieg laufe, soweit es geht. Und habe aber ganz hinten, weil da siehst du ja relativ weit, habe ich nachher die zwei gesehen. Also ich hab sogar die zwei vor mir gesehen und habe mir gedacht, sieh an, da sind zwei. Und dann habe ich halt im Kopf überschlagen, wie weit das die vor mir sind. Ich habe einfach geschaut, bei welchem Baum das vorbeikommen und habe auf die Uhr geschaut, wann ich dort bin. Habe gewusst, okay, ich bin 2-3 Minuten hinter denen. Und habe dann geschaut, okay, sie sind jetzt bei der Kuppen, wann bin ich dort? Ich wäre nicht schneller. Und habe nach hinten geschaut. Und der eine ist mir nicht näher gekommen. Und ja, die Eva Sperger hat Raketenschuhe angehabt. Also die ist das alles dort auf, wie auch dort das Stickel, wo ich gegangen bin, alles durchgelaufen. Also du hast wirklich gesehen, das, also Kondition ist offensichtlich nicht ihr Problem. Nein. Also, ein kurzer Trainingslauf. Ja, ich meine, bei ihr war es jetzt auch der Vorbereitungslauf für einen Mute. Und das war schon beeindruckend. Und sie hat mich lustigerweise dann, du laufst über die erste Kuppe drüber, dann geht es ein bisschen bergab. Und wenn es dann hochgeht, das zweite Mal zum Lindkogel, da hat sie mich überholt. Und ist dann halt war wirklich bis auf, ich glaube, zweimal 30 Meter, die sie gegangen ist, weil es wirklich kurzfristig steil war, alles aufgelaufen am Lindkogel. Alles. Da habe ich gedacht, kann man machen. Also, das kannst du machen, Peter. Ich sehe es ja, dass es geht, aber nein, kann ich nicht. Brauchst noch ein paar Jahre mit dem Trainer, dann machst du das auch so. Und dann war sie, also bis, ich würde mal sagen, einen Kilometer vor dem zweiten Gipfel, also Lindkogelgipfel, habe ich sie immer noch gesehen. Und habe mir gedacht, es ist gar nicht so weit. Und am Schluss war es halt, dann war es weg. Dann habe ich es nicht mehr gesehen. Und nach dem zweiten Mal, wenn du am Lindkogel oben bist, geht's eigentlich bis ins Ziel mit ein bisschen bergauf, bergab, also Weinberg und Kleinigkeiten, geht's ja de facto bergab. Und kannst du es nicht über jeden Lauf sagen?
bis auf ein bisschen bergab, bergauf geht es eigentlich immer nur bergab. Das ist wunderbar nichtssagend. Ja, aber in dem Fall bist du auf 750 Meter oben und du gehst auf 250 Meter nach unten. Und ich glaube, der längste Gegenanstieg dazwischen sind 40 oder 50 Höhenmeter. Ja, schon klar, schon klar. Also es geht tatsächlich, also ich habe gewusst, wenn ich das zweite Mal am Lindkogel oben bin, dann geht es wirklich, dann quasi, dann ist Harmlaufen. Dann kann ich Gas geben und schauen, wie ich es ins Ziel kriege. Und lustig ist, dass du ab dem Zeitpunkt, wo du das zweite Mal am Lindkogel oben bist, triffst du die 30er-Leute. Weil die laufen am Lindkogel rauf und laufen dann denselben Weg wie du heim. Das ist einerseits super, super geil, weil du überholst die ganze Zeit Menschen. Weil die starten nach dir und die Schnellen erwischt eh nicht mehr, aber die, die langsamer sind, die sind natürlich langsamer dann wie du. Und also die, wenn du einer von den Schnellen von 50er bist, bist du schneller wie die Langsamen vom 30er. Was für die brutal ist im Kopf wahrscheinlich. Was für die selber, also für einen 50er jetzt da, super ist, weil du hast immer irgendwen vor dir, den du einholen kannst. Blöd ist, du weißt nimmer, wer in deinem Rennen ist. Du hast einfach keine scheiß Ahnung mehr, wer gegen wen du quasi läufst und wer einfach auch da ist. Es sind einfach alles deine Gegner, Peter. Jeder ja, wird einfach niedergemäht. Das war mein Ansatz. Und dann bin ich halt da drunter gelaufen und hab gewusst, okay, alles was downhill geht, möglichst draufdrucken, weil die letzten paar Kilometer, die letzten 6 Kilometer sind es, glaube ich, die sind relativ flach der Straßen entlang mit Weinberge und so, die sind im Endeffekt wie wenn du einen Straßenlauf machen würdest. Da kannst du nur mehr schauen, was du drinnen hast, aber das ist weder technisch, noch ist es irgendwie, kannst du irgendeine Stärke ausspülen, außer wenn du ein schneller Straßenläufer bist. Und da habe ich aber gemerkt, okay, mich überholt offenbar von hinten niemand mehr. Also der Typ, der vorher da war, der hinter der Eva war, der war weg, den habe ich dann nie mehr gesehen. Es kann sein, dass ich vor mir noch jemanden eingesammelt habe, aber ich habe es nicht mitgekriegt, ob da wer dabei war von meinem Rennen. Aber ich habe bei der letzten Labe, das war nach dem Lindkogel bei Kilometer, ich glaube 43 oder so, genau, bei der Kilometer 43, hat der Christoph noch zu mir gesagt, das ist noch einmal ist es noch bergauf gegangen, hat er mir zugeschrien, die Eva ist nur 1 Minute vor dir. Und ich habe gesagt, ja, aber die hole ich nicht mehr ein. Also die ist mir beim Anstieg und die ist mir zu schnell. Dann habe ich gedacht, scheiße. Und das hat er mir gesagt. Dann habe ich gedacht, puh, verdammt. Also die ist jetzt eine Minute, sie ist zwar nur 1 Minute vor mir, bei dem Kilometer, und ich habe gedacht, geil. Andererseits, nein, die wird nicht mehr. Und er hat aber auch gesagt, hinter mir kommt keiner mehr. Das heißt, laufst einfach heim. Und ich habe gedacht, laufst einfach heim gern, aber dann habe ich auf die Uhr geschaut und habe gedacht, naja, vielleicht geht sie die 5.30 aus. Das wäre schon, das war halt schon auch sehr geil. Dann habe ich gewusst, wenn ich in 5 Stunden 30 fertig sein will, dann heißt es jetzt aber auch nicht herumtrödeln und in den Wald abbiegen, sondern dann heißt es mal in die Hände spucken hier. Ja, Backen zusammenkneifen und einmal die Turboschuhe auspacken. Und dann bin ich das hinten aus sie gelaufen, bin bei der letzten Labe ganz kurz nur stehen geblieben und habe keine scheiß Ahnung warum. Und ich weiß auch nicht, was die Leute in der letzten Labe gegen die Läufer haben. Weil vorher haben sie überall Orangen, ISO und Zeug gehabt und bei der letzten Labe haben sie letztes Mal schon irgendein grindiges irgendwas gehabt. Und dieses Mal, das war letztes Mal. Dieses Mal war es was anderes, aber es war irgendein so ein zitronenartiges
Gebräu. Das ist die Taktik, damit du dich ins Ziel kriegst, Peter. Weil wenn du bei der letzten Laube bist und den Scheiß fressen musst, dann denkst du, boah, ich will ins Ziel schnell. Ich druck's durch einfach, bis ich im Ziel bin. Ja. Und da habe ich aber der Reihe nach halt Leute eingesammelt, vom 10er, glaube ich, waren, weil die laufen auch die kurze Runde, vom 30er, also die hast du halt da eingesammelt. Und das hat schon sehr viel Auftrieb gegeben, muss ich sagen, dass du halt wirklich alle 50, 70 Meter irgendwen überholt hast und da gedacht hast, ja, yeah, mir geht's nicht so scheiße wie dir und ich bin schon länger unterwegs. Es klingt fies, aber in dem Moment, wo du weißt, du bist auch schon kurz vor knapp, und da war ich halt dann auch schon, da bin ich halt auch nur mehr 160er Puls gelaufen. Also da war mit drunter auch nicht mehr viel. Und du wirst einfach nur mehr ins Ziel, weil du bist 5 Stunden unterwegs. Da nimmst du halt als Motivation, was du kriegen kannst. Und wenn es ein langsamerer Läufer ist, es ist da halt wurscht. Und ich meine, nur weil er im Rollstuhl unterwegs ist, ist er wurscht. Hauptsache, du überholst ihn. Ja, und du beschimpfst ihn ja auch nicht dabei, sondern du freust dich einfach nur, dass du jetzt gerade schneller bist. Naja, ich meine, so ein bisschen, du bist ja ungut auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du noch manchmal ein bisschen beschimpfst. Ich hatte keine Stöcke mit. Ich habe niemanden geschlagen. Und ja, die letzten, ich glaube, 4 Kilometer nachher habe ich gesehen, das könnte sich mit die 5,30 ausgehen. Und dann hat es halt geheißen, go, 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 vor dem Sharknado. Und da habe ich dann wahrscheinlich schon eine recht laute Keuchkulisse gehabt, die letzten 2 Kilometer oder so, weil ich dann halt auch wirklich probiert hat, jeden Anstieg auf zum Laufen und wurscht wie irgendwie noch ein bisschen was rauszuholen. Und bin ins Ziel gekracht und habe auf meine Uhr gedruckt und es waren 5:30. Passt. Nailed it. Ja, es ist, ja. Ich meine, dein Ziel war ja nicht sub 5:30, sondern die 5:30. Von daher ist es okay. Wenn es sub 5:30 wären, dann hättest du es ja verpasst. Nein, weil ich habe nämlich zu früh gestartet und ich bin in 5:29, ich glaube 2:50 oder 3:50 ins Ziel gekommen. Das ist meine offizielle Zielzeit. Ja, Schurke. Und ein 5:59er Schnitt. Und das war schon sehr geil. Was ich nachher festgestellt habe, war, dass die Eva Sperger noch 2 Leute überholt hat. Auch die letzten paar Kilometer. Und der Typ, der vor mir ins Ziel gekommen ist, war 8 Sekunden vor mir. Das wusste ich aber nicht, weil ich habe ihn nicht gesehen, weil da waren halt immer andere Läufer und ich habe nicht gewusst, wo der nächste von meinen Leuten ist. Ich habe auf alle Fälle das erste Mal in meinem Leben ein Top-10-Finish bei so einem Lauf hingekriegt und war nur 6 Minuten hinterm 6. Das war okay. Traust du dich jetzt endlich öffentlich sagen, dass es hilft, wenn man einen Trainer hat, der einem Trainingsplan schreibt? Nein, ich stelle mir eher die Frage, was wäre alles möglich gewesen ohne das? Kein Top 10 Platzierung, bitte. Ja, dann wäre es Top 3 gewesen. Nein. Weil dann wäre ich viel entspannter gewesen. Nein. Traust du dich jetzt auch endlich öffentlich sagen, dass du vielleicht in Form bist? Ich würde mal sagen, geht. Es ist ganz okay. Das ist bis jetzt das Offensivste, was wir aus dir herausbekommen haben in den alten Podcast-Folgen, von daher nehme ich es gerne. Das ist richtig. Nein, ich war 15 Minuten hinterm Tom Wagner und eine halbe Stunde hinterm Ersten. Also die Ersten haben sich gebettelt. Zehnter geworden. Also ich bin Zehnter geworden, ja. Du weißt, also Gesamtzehnter von 100, weiß ich nicht. Und ein paar. Ja. Das kannst du nicht groß beeinflussen von wie vielen. Und ganz ehrlich, letztes Jahr wäre ich mit der Zeit Dritter geworden.
das Jahr bin ich 10. und nächstes Jahr könnte ich 25. sein mit der gleichen Zeit. Du kannst, du kannst deine Platzierung, du kannst nicht beeinflussen, wie viel davon, wie viel du bist, und du, also du kannst auch nicht beeinflussen, wie viel du bist. Du kannst dein Maximum laufen und je nachdem kommt halt dann eine Platzierung raus. Also für mich waren, also die Highlights von dem Lauf waren Zielzeit erreicht, also sub 6 am Kilometer, muss ich sagen, auf die Distanz und mit den Höhenmeter finde ich schon schwer geil. Dann der Vergleich zu Leuten, wo ich weiß, dass sie gut sind, dass ich nicht so viel dahinter bin, selbst wenn das nur ein Trainingslauf für die war, ist ja mir egal. Du kannst trotzdem sagen, an dem einen Tag hat es gereicht. An dem einen Tag war es einfach cool. Und ich habe danach noch einmal mit der Eva Sperger geredet, weil ich halt gefragt habe, ob der Fuß eh gut ist, weil sie halt schon ein bisschen einen Cut gehabt drunter. Und sie hat gesagt, ja, dazwischen hat es halt schon weh dann, aber sie hat es offenbar rausgelaufen nachher. Aber sie hat halt gesagt, nein, sie hätten endlich zurückhaltender die Downhills auch laufen können, aber sie wollten sich schon auch ein bisschen trainieren und ein bisschen auftragen. Und dann haben wir gedacht, sie hat ein bisschen auftrat und ich bin hinten dran geblieben. Das war schon cool. Ja, ich meine, das heißt, so bergab officially, nicht genau, jetzt weiß ich bin offenbar wirklich downhillmäßig nicht so schlecht. Ja, das. Ich habe mir das letztens erst gedacht, was unser Eins, die hin und wieder mit dem Laufen gehen, ja eigentlich auch zugute kommt, weil wir kommen ja alle miteinander nicht nach. Aber wenn du als Benchmark bist dann doch irgendwie sehr hilfreich, weil wenn wir dir ein bisschen mehr nachkommen, dann kommen wir auch den Profis ein bisschen mehr nach. Weißt du? Ja, eh. Ich weiß gar nicht, haben wir zwar letztes Mal miteinander geredet, wo ich gesagt, es war halt schön, dass ich jemanden einmal gehabt habe, wo ich mich matchen habe können im Downhill. Das war jetzt auch nicht böse gemeint, dass ich sage, alle anderen sind jetzt da im Downhill so scheiße. Aber das hast du im Endeffekt gesagt. Ich habe nicht gemeint, alle anderen sind im Downhill so scheiße. Aus der Nummer komme ich jetzt eh nicht mehr gut aus. Nein. Aber es ist halt cool zu sehen, also nicht im Fernsehen zu sehen, wie ein schneller Downhiller runterläuft, sondern es wirklich in echt zu sehen und zur selben Zeit am selben Fleck zu sein, ja. Um zu schauen, ist das jetzt da mein Maximum? Kann ich da mitgehen? Ist das für mich gemütlich? Oder wo stehe ich überhaupt? Ja. Und das war schon ganz cool, dass ich mit dem Tom in Downhill eigentlich recht gut angekommen bin, dass ich eben mit der Eva Sperger den Downhill recht gut angekommen bin. Wenn der Lauf 20 Kilometer gehabt hätte, dann hätte ich die Downhills auch angegriffen bergab und hätte dort alles rausgeholt. Aber das war ja nicht das Ziel der Übung. Interessant war dann halt noch, dass wir uns nachher getroffen haben und uns zusammengesetzt haben. Und der Harald ist Vierter geworden. Der war richtig stark an dem Tag, also richtig, richtig stark. Also alle Hüte gezogen, weil der ist hat sich gebettelt mit Thomas Bosniak bis zum Schluss und der Tom hat ihm einfach dann abgezogen auf der Ebene, weil er halt auch kein langsamer Marathonläufer ist. Ja, der ist schon stark, der Bosniak. Ja, also der hat gesagt, er wollte eigentlich heimlaufen und dann hat er sich nach hinten umgedreht, hat nach hinten geschaut und hat auf einmal gesehen, huch, da ist einer, und dann hat er nochmal richtig drauf gedruckt. Und Zuschauer haben, also Beobachter haben dann gesagt, der hat schon ganz gut gehecht am Schluss, aber er hat ihn halt nochmal abgehängt, um ein paar Minuten. Und lustigerweise, die Eva Sperger hat am Schluss auch noch Leute eingesammelt und ich bin den anderen offenbar auch nahe gekommen, weil ich bin die letzten Kilometer in 5 Minuten oder 5,5 oder so am Kilometer gelaufen. Und das hat mich eigentlich beruhigt, dass ich hinten aus noch quasi den Punch gehabt habe, da einen Fünferschnitt zum Laufen, more or less. Ja. Und du hast dich also nicht zu sehr verausgabt.
Das kann naja, man auch hinten raus schon. Naja, aber schon, aber wenn ich mich zurückgehalten hätte auf die letzten, weiß ich nicht, 8 Kilometer, dann wäre es auch noch weitergegangen in dem Ton, wo es den ersten Marathon gegangen ist. Ja, aber ist mir schon klar, aber du hast, was ich damit sagen will, du hast dich in die ersten 42 oder 45 nicht so vorausgehabt, dass du nicht hinten raus noch ein paar Körner hattest, genau, um noch eine Schippe draufzulegen. Dass du jetzt beim IRTF nicht in 5,30 bei den 54 bist, ist eh klar, denke ich. Naja, also ja. Aber ich hatte ja am selben Tag noch eine Nachbesprechung mit dem Trainer. Und das war interessant insofern, weil er es live gesehen hat. Also er hat gesehen, quasi, wie ich drauf bin. Was für uns beide wahrscheinlich hilfreich ist. Und dann haben wir uns das angeschaut, haben uns als Streckenprofil vom IRTF angeschaut. Und er hat sich auch meine Daten von der Herzfrequenz angeschaut, weil ich habe tatsächlich downhill-mäßig geschaut, dass ich so auf 140, 150 Puls bin. Das ist auch ganz gut gegangen. Und also sprich Entspannungspuls bei sowas, was auch länger geht. Und das ist tempomäßig ganz gut gegangen. Und da haben wir uns das angeschaut und gesagt, naja, nachdem meine Laktatwerte sagen, dass ich bei einem 140er, 150er Puls eigentlich Laktat abbaue, wäre das quasi eine Entspannung und das würde funktionieren. Das heißt, wenn ich bergauf Schwelle laufe, ab am IRTF und bergab mit dem Puls runterkomme, dann könnte ich mir das für den nächsten Anstieg mitnehmen, weil die Anstiege beim IRTF relativ weit auseinander sind. Und ich bin beim Lindkogel, das ist vielleicht noch für Daten-Junkies interessant, ich glaube, von den 5 Stunden 30 bin ich 4 Stunden 35 oder 4 Stunden 40 Schwelle gelaufen, more or less. Also so 155 bis 165. Also eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter, also beim Downhill ein bisschen drunter und am Schluss vielleicht ein bisschen drüber. Aber im Zweifel eigentlich bin ich die ganze Zeit an der Schwelle daher gegurkt. Und das haben wir uns angeschaut beim IRTF und haben gesagt, naja, das könnte aufgehen. Also wenn ich bis zur Mutterer Alm, das ist der erste, weil dort sind beim IRTF ist ja das Streckenprofil ganz anders, du hast einen ganz langen Anstieg. Dann hast du relativ lang einen Downhill, das heißt, du kannst da wirklich schön schauen, dein Tempo kontrollieren im Uphill und dann im Downhill wirklich schauen, dass du wieder ein bisschen regenerierst. Und das sind ja im Endeffekt, ich glaube, es sind 3 oder 4. Drei lange Anstiege sind es im Endeffekt. Dass man die wirklich in diesem Bereich läuft und das war datenmäßig ganz, ganz interessant. Was das zeitmäßig nachher ist, keine Ahnung. Wird man eh sehen. Weil, ich meine, wenn ich die ersten 60 Kilometer dort auch in 6 Stunden 30 laufe, ich meine, eh geil, wird halt hinten aus bitter. Ja, eh. Du hast ja dann nochmal fast das Doppelte zusätzlich zum Lauf. Das ist halt irgendwie was anderes. Es würde mich, wenn du es machst und schaffst, Hut ab, keine Frage, aber es würde mich wundern, wenn du, vor allem wenn eh 17, ich weiß nicht, irgendwie, was jetzt schon öffentlich ist, oder 17, um die 17 Stunden Ziel ist, dann hast du theoretisch nicht den Stress, dass die erste Hälfte in 6 Stunden laufen musst. Also, weißt du, was ich meine? Ja, wobei meine Ziele passen sich dann ja immer sehr variabel an. Und also ich muss schon sagen, wenn es gut geht, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, was rauskommt. Es kann auch genauso gut ein DNF rauskommen. Also ich lege es nicht darauf an, dass ein DNF rauskommt, aber ich laufe sicher nicht auf super safe. Sondern ich schaue schon, dass ich quasi diese Puls-Geschichten einigermaßen halt. Und die Endzeit sieht man nachher eh. Weil ich weiß nicht, wie das Wetter wird. Ich weiß nicht, wie es mir an dem Tag geht. Ich muss auch zugeben,
Ich habe auch mit diesem Glucose, mit diesem Super Sapiens wieder gearbeitet und bin super verwirrt über die Daten, weil ich habe mir alle halben Stunden ein Gel eingedruckt. Das heißt, ich habe am Lindkugel 11 Gels genommen. Das ist jetzt da auf 50 Kilometer geht es. Auf 100 sind es halt nachher hinten aussehen 20, 25 Gels. Und so gut Gels sein, gell, ist schwierig. Also das 10., 11., 12. Gel wird schon schwierig. Und das 20. ist hart. Aber kannst du auch machen. Also es gibt Leute, die das machen. Ja, ich habe auch schon 20 genommen. Ja. Ja, ich habe auch schon 20 genommen, so ist es nicht. Witzig habe ich nur gefunden, dass mein Glukosewert super konstant war, die ganze Zeit über. Also von dem her müsste es passt haben. Interessant war nur, so viel Zucker, wie ich mir eingeschossen habe, hätte müssen irgendwo sein. In meinem Verständnis. Ja, aber du hast doch ein bisschen was verbraucht, Peter. Ja, aber ich war laut diesem Sensorscheiß nie in der Performance Zone. Ich war immer in der Erholungs- und Ruhe-Dings. Also ich war von Anfang an drunter und ich bin dann konstant drunter geblieben. Das einzige Mal, dass ich an dem ganzen Tag weiter oben war, war um 4.10 Uhr. Da habe ich mir eine Marmeladetoast reingehauen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Keine Ahnung. Aber nachher, die Zuckergels, die ich mir ins Skelett gedrückt habe, die waren wurscht offenbar, aber der Marmeladetoast. Also. Ja, beim Marmeladetoast hast du dich nicht bewegt. Da bist du nicht gesessen und hast deppert geschaut. Das ist richtig. Ja, deppert geschaut habe ich um die Uhrzeit. Das ist wohl wahr. Aber soweit zum Lindkugel. Das war der Stresstest jetzt dafür in IATF. Gratuliere. Das hast du gut gemacht. Du hast den Podcast stolz gemacht. Danke. Gut vertreten. Und jetzt machst du es dir natürlich nicht leichter, weil die Erwartungen an den IATF natürlich jetzt fulminant sind. Oder so. Deine oder meine? Oder die von allen? Die von allen an dich. Oh shit. Nein, ich habe dir ja schon des Längeren gesagt, dass du in guter Form bist und wir haben dir auch schon seit Längerem gesagt, dass wenn du endlich mal trainierst und auch bergauf das zusammenbringst, was du bergauf sowieso aus der Hüfte schießt, dass du der Beste von uns bist. Also von daher, ich fühle mich nur bestätigt. Tja, jetzt soll ich sagen. Ich glaube, ich nicht mehr kommen. I broke you. Okay. Ja, ich will die ja nicht bestätigen. Verdammt. Aber du tust es. Damn. Aber das können wir nach IATF dann eh noch über die viel spannende Frage. Jetzt gehen wir davon aus, der IATF funktioniert, wie er funktionieren soll. Und du ja durchaus der Wettkampftyp bist. Da würde mich interessieren, inwiefern du an strukturierten Training dann Blut geleckt hast und wie motiviert du dann wärst, weiterzumachen. Aber beantworte nicht. Denke mal drüber nach und wir reden dann nach dem IATF. Wenn er dann kolossal scheitert, dann ist die Frage eine ganz andere. Ja. Ja. Wie wird diese Scharte der Christoph jemals ausmerzen? Ich weiß es nicht. Weil er kann nicht behaupten, dass ich mich nicht an sein Training halte. Das ist richtig. Aber ich stelle auch fest, dass du, das ist meine Wahrnehmung, dass du auch, da du ja ehrgeizig bist und dadurch, dass du ja auch Wettkampftyp bist, dass so wie du das, wir haben ja dann an dem Sonntag dann auch telefoniert, so wie das rübergebracht und du hast es dann mit Christoph analysiert und der Eindruck entsteht, dass du schon taugt, dass du ihn hast, mit dem du da abnörden kannst. Der so ein bisschen dann das Letzte rausholt und da können wir was zwicken, damit du, ich habe das Gefühl, dass du schon so ein bisschen Wettkampfblut geleckt hast. Und dass du damit abnörden kannst, der dir da hilft, besser zu werden. Ja, wie schon immer gesagt, viele Menschen sagen ja, auch beim Traillaufen, der Weg ist das Ziel und es ist so schön. Ah, das Zö ist das Zö. Ich mache das ja nicht. Wie ich mache das ja nicht zum Spaß da.
Ich mache das schon auch zum Spaß, aber wenn ich es zum Spaß mache, dann mache ich es zum Spaß. Und wenn ich es ernst betreiben soll und wettkampfmäßig, dann ist es zwar vielleicht auch lustig. Und wie gesagt, ich würde jetzt dann nicht, wenn vor mir wer herfällt, sagen, ja, da steige ich drüber oder drauf. Aber es ist dann halt ein Wettkampf. Das ist ein Unterschied. Und auf einen Wettkampf trainiere ich dann auch dementsprechend ernsthaft hin. Das muss auch nicht lustig sein. Aber das habe ich sowohl dir als auch dem Christoph gesagt, das ist vielleicht meine frühkindliche Wettkampfprägung, dass ich weiß, naja, wenn ich immer nur dann zum Schulsport und zum Training gehe, wenn es mir gerade lustig ist, dann kann ich es auch genau nicht machen. Wenn es so Spaß machen würde, Training macht nicht jeden Tag Spaß. Dann mache ich es auch nicht. Wenn es auch Spaß macht, dann mache ich es so wie vorher. Dann mache ich es einfach, wenn ich keinen Bock habe, mache ich es einfach nicht. Ja. Dann mache ich schöne Trainingsläufe, dann mache ich keine Intervalle, dann mache ich keine um 9:30 am Abend noch, obwohl ich eigentlich einen Hunger habe, 16 oder 18 Kilometer in der und der Frequenzzone. Mache ich einfach nicht, weil es mich auch nicht interessiert, weil es nämlich eigentlich blöd ist. Aber ich weiß halt genau, dass wenn ich es mache, dass es einen Sinn macht. Ja. Lustig ist halt trotzdem nicht. Lass uns das Thema parken und nach dem IRTF aufgreifen. Ich finde das spannend, weil auch das Ganze, was ein Aufwand wert und wie lang kannst du, ich meine, du fährst das jetzt schon mit großem Aufwand, das muss man ja sagen. Also ja. Du trainierst viel und stehst ungefähr dafür auf und was auch immer. Sind es 15, 18 Stunden die Woche, sind sicher, also netto Trainingszeit. Ja, inwiefern du das dann, aber das lass uns alles nach dem IRTF, ich will dem ja nicht vorgreifen. Okay, ja. Apropos IRTF, gutes Stichwort, das wir jetzt da schon 5 Minuten vor uns schwanger tragen. Du bist ja beim IRTF auch, du wolltest ja hinkommen, mich zu supporten. Richtig, dann habe ich festgestellt, du bist es nicht würdig, Supporter zu werden und habe das aufgegeben. Und jetzt laufst du selber. Richtig. Den spannendsten Hügel des ganzen Laufs, weil es ist ja nur mehr ein Berg. Der geliebte Patschakofel, hä? Ja, genau. Du machst den K35. Richtig, weil du hast gewonnen beim IRTF-Blogger. Ja, wir haben gewonnen. Wir. Der Podcast hat gewonnen. Blogger Loft Contest. Und da konnte man sich dann anmelden. Und ich habe ja schon davor grundsätzlich mit dem K35 geliebäugelt. Aus eigentlich denselben Gründen wie die Freunde des Schweiß und Pommes, weil es einfach geiler Wettkampf ist. Es ist auch quasi der Distanz zu Höhenmeter irgendwie der anspruchsvollste. Haben Sie zumindest im Schweiß und Pommes gesagt, Podcast? Willst du eigentlich mit denen gemeinsam laufen oder willst du es einfach herbrennen? Nein, ich habe im Jordi schon gewhatsappt und wir haben beschlossen, dass wir es gemeinsam laufen werden. Was, keine Blutgrätsche beim Start? Naja, schon, aber dann helfe ich ihm wieder auf und dann laufen wir gemeinsam weiter. Okay, also vergiss die Fußballschuhe nicht. Nein, ich laufe das, also ich habe da jetzt keine Ambitionen da irgendwie. Okay, also für Schweiß und Pommes reicht's. Richtig. Für die Pseudo-Triathleten da schupfe ich am linken Hoden. Apropos, wenn sie ein bisschen vorlaut sind, kannst du ihnen nach dem Downhill, wenn du Richtung Tivoli laufst, du kannst dich vielleicht erinnern, hast du rechts dieses komische Waldbad oder irgendwie den. Ja. Sagst einfach, schaut drüben, ist ein Freibad. Zack. Und weg. Die schwimmen ein paar Längen. Hat sich erledigt. Ja, nein, und nachdem du das gewonnen hast, habe ich dann hin und her überlegt, ich wollte eigentlich wirklich fahren, um dich zu supporten, weil du Verrückter fährst ja überall hin für uns und warst in Frankreich und so. Und es war nur an der Zeit, dass wir dir das zurückgeben. Und ich habe, selbst wenn wir es gewonnen haben, noch mit mir gehadert, weil ich das ernst gemeint habe, dass ich dir helfen wollte. Aber nachdem dann sogar du gesagt hast, bisschen überspitzt, Alter, nimm den Startplatz, habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich ihn halt. Und habe mich halt für die K35 entschieden, weil, ja,
mehr wollte ich auch nicht. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Kann man machen, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht ganz so, ja, ich wollte, länger wollte ich ehrlich gesagt nicht. Wenn es schnell dran setzt, dann holt es mir ein. Ja, vielleicht. Na, und ich habe mich ja für noch einen Wettkampf angemeldet. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht besprochen. Richtig. Und zwar, warum? Du wolltest ja kurz und schnell machen. Richtig, und bist jetzt draufgekommen, offenbar. Das habe ich dann nicht mehr so zart. Ja, kurz und schnell? Ist nicht so, gell? Ja, ich weiß nicht. Hast schon? Da ist nichts mehr mit kurz. Kurz und schnell ist da nichts. Nein, es ist dann im Jänner, Februar ist das dann irgendwie ein bisschen ins Stocken geraten. Bis dahin hat das Intervalltraining eigentlich wirklich Spaß gemacht. Dann? Aber also dann jetzt nicht lustig oder? Ich weiß nicht, wir sind dann umgezogen eben, dann kam der Umzugsstress dazu und in der neuen Heimat gibt es halt keine Laufbahn und ich muss sagen, so Intervalle auf der Laufbahn sind schon nochmal um einiges geiler, als wenn du die irgendwo am Feldweg mit massivem Gegenwind machen musst. Ich habe dann noch einmal im Ende Februar, Anfang März, nagel mich jetzt nicht drauf, wann das genau war, nochmal so einen 5 Kilometer Bestimmungstest gemacht und mit 19:31. Gar nicht schlecht, ja. War ich durchaus sehr zufrieden, weil erstens massiver Gegenwind, dann war es halt nicht eben, es war auf so einer auf einem Feldweg. Das heißt, es war auch nicht betoniert. Es war 18 hoch unter guten Bedingungen. Wahrscheinlich wäre ich dann 19 noch ein bisschen näher gekommen, aber ich habe mir mein Minimalziel oder mein Wunschziel war, zumindest unter die 20 zu kommen. Das hätte ich mir schon gewünscht. Dass es dann so deutlich war, habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Und im Trainingsplan stand dann beim Trainer 1936 drin, das habe ich erst nachher gesehen. Und da war ich auch glücklich, dass ich die Vorgabe des Trainers irgendwie um 5 Sekunden unterboten habe. Aber irgendwie bin ich dann nicht weiter reinkommen. Ich habe es dann irgendwie, weiß ich nicht, die Intervalle haben dann nicht mehr so funktioniert, weil es halt auf der Laufbahn, dadurch, dass es eben ist, hast du halt immer irgendwie ähnliche Bedingungen und es hat dann irgendwie halt nicht mehr so gescheit funktioniert und dann mit dem Stress und so. Und ja, habe ich irgendwann so ein bisschen die Motivation verloren. Dann sind wir auch noch an dem Wochenende, wo irgendwie der 10-Kilometer-Lauf gewesen wäre, haben wir dann noch Urlaub gebucht und da habe ich dann den Urlaub über den 10-Kilometer-Lauf gestellt und damit war dann relativ schnell klar, dass das irgendwie, dass es so cool war, Ende letztes Jahres, aber dass jetzt hinten raus dann irgendwie dem Ganzen die Luft etwas ausgeht. Da habe ich aber noch immer damit gestrauchelt, was ich jetzt eigentlich wirklich machen soll und habe mich irgendwie in einem Moment der, weiß ich nicht, der Erleuchtung, habe ich mir gedacht, das fangen wir so an, dort, wo ich jetzt wohne, habe ich Wald in der Nähe, sowas wie einen Hügel, ich meine, der Anstieg sind 70 Höhenmeter, das ist jetzt nicht viel und deswegen habe ich halt dann eigentlich eher wieder Lust bekommen, in den Wald abzubiegen und habe wiederum festgestellt, wie geil eigentlich die Trails sind und dass das schon geil ist einfach und dass das einfach viel kann. Es sind auch da ein paar Single Trails, das heißt, meine Standardrunde geht nicht mehr die Donau rauf und runter, die ja durchaus eintönig sein kann, sondern geht halt durch Single Trails und Wald und so. Und das hat man dann halt schon, hat mein Trail-Sein wieder in mir erweckt und deswegen habe ich mich für die 80 Kilometer beim Mozart. Auch das 70? 80? So irgendwas. Quasi 50 Meilen beim Mozart 100 angemeldet. Das ist der zweitlängste beim Mozart, oder? Der längste ist der 100. Ja, und der heißt, die hassen alle so komisch, deswegen weiß ich nie, welcher ist. Sagen wir 80. Weil das halt der Mozart Ultra ist es nämlich, 75. Genau, weil der Mozart 100 ist 105 und der Mozart Ultra ist der 75er. Ja, 75. Das ist im Endeffekt die Strecke, die wir letztes Jahr für den UTMB gelaufen sind, über die drei Berge, nur halt dann noch zurück nach Salzburg. Und genau, also es ist der Mozart 100, nur dass du das erste Mal von Salzburg nach Fuschl nicht laufst, sondern genau, Fuschl startest, glaube ich. Genau, du startest in Fuschl und dann
laufst die drei Berge und machst den Rest. Ja. Genau. Genau, und ich habe mir gedacht, ich mag den Mozart 100, bin ich nicht schon dann drei oder viermal, ich glaube, es wäre das vierte Mal, dass ich da in irgendeiner Form teile, immer eine andere Distanz, lustigerweise. Aha, bist du in 100er auch schon gelaufen? Nein, in 100er bin ich noch nie gelaufen. Ich bin aber alles schon, in 75er bist du schon gelaufen und in 40er? Nein. Wie ich angefangen habe, war es 52, dann das nächste Mal, wie ich teilgenommen habe, war er dann schon 60 oder so. Mhm. 62 oder so. Und nochmal, ich weiß gar nicht. Egal, wurscht. Ja, aber du hast beim Mozart auch einen super, super schnellen. Ja, das waren 63 waren das. Aber das war auch der Mozart Ultra, nur dass der Ultra damals 10 Kilometer kürzer war. Genau. Ja, die haben sich halt immer wieder angepasst, weil das erste Jahr, wo ich teilgenommen habe, war, glaube ich, auch das erste oder zweite Jahr, wo er generell stattgefunden hat. Und damals war er noch ein Landschaftslauf und kein Traillauf. Da hat bist du auch quasi ausschließlich über Feldwege und Asphalt irgendwie um den Fuschelsee gelaufen und sie haben jedes Jahr quasi den Trailanteil erhöht und du bist halt immer mehr die Runde um den Fuschelsee quasi immer ein bisschen breiter gemacht, um die Berge rundherum zu inkludieren. Brauchst du Trailschuhe? Ich glaube schon, ja. Also, würdest du welche nehmen? Ja, es wird dann ja über, hinten raus, vor allem die drei Berge, wird schon alpin. Okay, na, jetzt ganz, das war jetzt eine total ernst gemeinte Frage, weil ich habe ja schon bei dieser Dobratsch-Umrundung und jetzt da auch beim Lindkogel oder bei ähnlichen Sachen. Also, was ich mich erinnern kann. Wenn das Wetter passt, sind manche Sachen echt so, wo man denkt, naja, das Darat mit Straßenschuhe oder mit leicht profilierten Schuhen sicher auch gehen. Brauchst du jetzt nicht die Großschuhe. Mit leicht profilierten Schuhen geht's wahrscheinlich eh auch. Genau, da haben wir es ja, 63 Kilometer. Bin ich irgendwas 26. geworden, glaube ich, oder so. Oh ja, da warst du männlich 22. Ja, und deswegen habe ich mich für das wieder angemeldet und da kommt mir dann natürlich der K35, würde ich mal sagen, nicht ungelegen. Und ja, da stehe ich gerade im Moment. Gleichzeitig habe ich mir auch gekauft, die Uphill Athlete, das Buch wo der Kilian Schnee mitgeschrieben hat. Und da geht es halt um Trainingslehre und so. Und das hat mir auch halt wahnsinnig getaugt und war halt auch wieder meine Motivation für das Bergauflaufen befeuert. Und du läufst ja denn in Salzburg gemeinsam mit dem Trainer? Der Trainer läuft auch mit, ja. Oh ja. Aber ich habe mal schauen. Ich habe jetzt noch keine Ambitionen. Und was ja ganz, ganz witzig war, die haben ja nach dem UTMB haben wir auch das Thema gehabt, dass das wahrscheinlich auch das mentale Versagen quasi ein großer Teil des ganzen UTMB-Desasters dann im Endeffekt war. Und ich habe ja dieses Buch mir dann zugelegt, wo so halt Metalltraining für Läufer. Ich weiß nicht, das haben wir sicher schon mal besprochen. Ja, und wir werden es auch nochmal besprechen. Richtig. Und ich war jetzt dann unlängst bei einem Mentaltrainer, weil ich da Coachingstunden geschenkt bekommen habe und habe dem halt so meine Geschichte erzählt und dass man halt, das wäre jetzt bei sich kein Läufer gewesen. Und und haben halt geredet und was erzählt und dann im Endeffekt ist so ein bisschen rausgekommen, dass solange ich quasi keinen, hat er mich gefragt, warum ich eigentlich laufe und ich brauche quasi einen ganz starken Grund, der so in mir drinnen sitzt und so tief in mir verankert ist, dass ich gar nicht quasi anders kann, als nach 120 Kilometer aufstehen und weitermachen. Und er glaubt quasi, dass mir das gefehlt hat so ein bisschen. Und ich meinte, ja, und über das. Ist es mein Antlitz? Nein, offensichtlich nicht, sonst wäre ich ja nicht sitzen geblieben. Und sondern wäre weitergelaufen. Stimmt. Du hast mich gesehen und bist trotzdem sitzen geblieben. Richtig. So muss ich es erfahren. Richtig. Auf jeden Fall. Habe ich gemeint, dass ich, dass ich seit UTMB da eigentlich eh viel drüber nachgedacht habe und dass ich glaube, dass ich zu einem ganz guten Grund gekommen bin. Und zwar habe ich gemeint, was ich halt
sehr geil finde im Laufen ist, wenn du Raum und Zeit verlierst, dass du quasi dass du nicht weißt, wie spät es ist, dass du quasi so von früh bis spät laufst und einfach vergisst alles um dich herum. Dass quasi du verlierst manchmal das Gleichgewicht beim Laufen. Richtig. Das sollst du nicht verlieren. Nein, das nicht. Das aber dass du halt alles um dich herum verlierst, dass das Wichtigste ist quasi Essen, Trinken und fortbewegen und den Rest vergisst du quasi. Und dann hat er mich angeschaut und meint, er glaubt, das ist zu wenig. Und diese Aussage hat mir das mich ein bisschen am Scheißer gesetzt. Weil ich war da eigentlich relativ schon durchaus überzeugt davon. Und er hat gemeint, er glaubt, das ist zu wenig. Das ist nicht, er glaubt, das ist zu wenig. Und dann bin ich erst einmal gesessen und wenige Momente in meinem Leben, wo ich nicht gewusst habe, was ich jetzt sagen soll. Und seitdem habe ich die Hausaufgabe bekommen, dass ich darüber nachdenken soll, warum ich laufe. Ich bin noch immer nicht zu einer Erkenntnis. Denkst du noch? Ich denke noch. Ich soll mir diese Frage jeden Tag beim Schlafengehen stellen. Das tue ich. Er hat gemeint, am Anfang wird da relativ wenig zurückkommen. Aber er hat gemeint, irgendwann kommt dir die Antwort. Auf das warte ich noch. Ich kann dann berichten, falls sie mir gekommen ist. Und ich hab vage Ideen, aber gleichzeitig dann denke ich mir, ist das gut genug? Und wenn ich mir denke, ist es gut genug, dann ist es nicht. Dann ist es nicht gut genug. Genau. Ja. Wobei, vielleicht finde ich es dann irgendwo in Salzburg. Wobei, ich finde das schon ganz spannend. Hat dir dieses Training auf der Straße auf Geschwindigkeit geholfen? Für was? Naja, das war es offenbar nicht, warum du laufst. Das hätte ich dir vorher auch sagen können. Ja. Aber hast du geholfen? Aber warum hast du es nachher gemacht? Ja, weil es hat schon Spaß gemacht und das war quasi das, was zu dem Zeitpunkt das einzig Sinnvolle, was möglich war. Okay, weil du hast kein wirkliches Ziel gehabt und dann kann man halt genauso gut an einem Tempo arbeiten und fertig. Ja, und man kann es in relativ wenig Zeit machen und wenn man gerannt ist mit einem Kind, ist Zeit jetzt nicht was, mit dem man wahllos um sich schmeißt. Aber ja, im Endeffekt hast du immer schon gewusst, wenn, dann ist es Trail-Laufen und es ist super, ja, super. Ja, dass ich jetzt grundsätzlich, wenn es das Trail-Laufen nicht gäbe, quasi nicht mehr laufe, das habe ich, glaube ich, eh schon hin und wieder mal kundgetan. Also nur Asphalt laufen oder nur in der Grad noch laufen, da würde ich Wucke wehren. Das wäre es dann nicht. Okay. Aber alles weitere ist ein ongoing process und ich stelle mir brav jeden Tag, bevor ich schlafen gehe, die Frage, Flo, warum laufst du? Und dann warte ich. Bis jetzt kann ich Grillen zirpen hören. Das ist schon mal ein großer Unterschied zum zweiten Bezirk in Wien. Richtig. Da höre ich einen, der schreit, Gusch, Alter. Du hörst den Bahnhof Brotterstern zirpen. Super. Ja, es ist eine interessante Frage, weil die hatten wir jetzt auch mit dem Sebastian letztes Mal, der ja im Endeffekt ein laufender Bergbauernwirt ist, weil der eigentlich nur deswegen läuft, weil Berge halt da sind. Und ich laufe auf den Berg rauf, weil die Berge halt gerade da sind. Was der Unterschied ist und du überlegst dir gerade, warum du laufst, was ich auch spannend finde. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was bei dem Ganzen rauskommt. Ich auch. Ich kann es euch dann sagen, wenn es soweit ist. Aber ich finde das grundsätzlich spannend, sich da ein bisschen auch damit auseinanderzusetzen und weil ich ja immer auch gemeint habe, früher gab's diese Zweifel eigentlich nicht so wirklich. Da war das relativ klar, dass das Ding gefinisht wird, weil die 70 Kilometer waren nur ein Stepping Stone, falls es nur auf Englisch ein, für 80 und die 80 waren auch nur die nächste Hürde für 90 und da war klar, es geht eigentlich weiter hinaus und man nähert sich diesem ultimativen Ziel, irgendwann einmal dreistellig oder irgendwann einmal 100 Meilen zu laufen. Ja, das heißt, eigentlich dir fehlt, an. Fehlt dir jetzt einfach der Tahoe 200? Wahrscheinlich, nein, aber vielleicht, es fehlt wahrscheinlich diese Karotte und dann denkst du, das ist ja auch nur eine recht oberflächlich und auch jetzt kein wahrscheinlich tiefsitzender
tiefsinnig genug Grund, aber anscheinend braucht es diesen neuen Grund und dieses in eine Ebene tiefer gehen, um dieses Feuer wieder vollends zu entfacheln, sodass man dann auch beim UTMB nach 120 Kilometer in der zweiten Nacht aufsteht und weitermacht. Und er hat auch gesagt, man muss schon sagen, wer diese Distanzen mit den Höhenmetern und den Zeiten laufen kann, da ist schon genug da. Also du gehst da jetzt nicht von nichts aus und da ist auch schon Leistung vollbracht worden. Aber ich habe auch gesagt, wenn du 170 laufen genau willst, fühlen sich 120 trotzdem noch wie eine Enttäuschung an. Ist einfach so. Und außerdem, da ist ja auch das Körperliche echt nicht mehr der limitierende Faktor. Und das war er ja. Bei den letzten DNFs von dir war der Körper ja echt nicht der limitierende Faktor. Nein, es war der Kopf, der gesagt hat, du magst jetzt nicht mehr. Mhm. Und deswegen ist ja die Frage, warum laufst du, ist zwar auch lustig, sondern was mich für mich interessiert, und vielleicht haben da ja unsere Zuhörerinnen auch Erfahrungen dazu oder Ideen, weil vielleicht liefern es da ja einen Grund, auf den du nicht gekommen bist. Gebt uns Bescheid, wir würden uns sehr freuen. Warum lauft man weiter? Weil das ist ja eigentlich die Frage nicht, warum laufst du überhaupt? Ja, ich laufe, weil es cool ist, weil es geil ist, weil ich was Schönes sehe, ja, es ist eh ganz geil. Also nach 120 Kilometer ist wahrscheinlich jetzt nicht immer ganz cool und geil und schön. Und die Frage ist, warum laufe ich dann? Also die Frage ist, warum laufe ich dann, wenn es Arsch ist, trotzdem weiter? Ja, weil du halt einen Grund hast. Weißt du, in deinem Fall, weißt du es halt machst, damit du in einer gewissen Zeit ins Ziel kommst. Wenn ich dass diese unsichtbare Schnur quasi zieht, dann stehst du auf und ist ja wurscht, ob es da scheiße geht oder nicht scheiße geht. Und nach dieser unsichtbaren Schnur suche ich. Hilfe willkommen. Befeuert uns mit Kröten, vielleicht lese ich ein und dann kriege ich die Eingebung und dann fällt es mir wie Schuppen von den Haaren. Ich hätte aber auch noch eine Frage. Ja. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Hättest du beim UTMB aufgeben, wenn ich nicht da gewesen wäre? Wahrscheinlich schon, ja. Ich hätte auch bei der Labestation davor aufgegeben, wo man klar war, dass du nicht hinkommst. Oh, okay. Weil ich mir gerade überlegt habe, ich hatte ganz kurz für 4 Sekunden die Überlegung, dass ich gedacht habe, mir geht's nicht gut. Und dann habe ich mir überlegt, du bist in Dingsbumshausen zwischen nix und nirgends. Bist du jetzt da ausgekühlterweise irgendeinen blöden Bus haben findest, quer um diesen blöden Hügel herum? Bis zu Fuß auch schon dort. Ja. Also, das war mir logistisch zu anstrengend. Nein, das war mir in dem Fall, es war nur praktisch und das war im Endeffekt auch logistisch gar nicht so einfach, weil ich habe trotzdem fast 2 Stunden heimgebracht oder so. Aber wurscht. Okay, aber es war jetzt dann nicht das, was du gesagt hast, ich mache das, weil das der leichtere Weg ist. Nein, ich glaube nicht per se. Ich wollte einfach nicht mehr. Und es war schon der leichtere Ort zum Wegkommen. Also allgemein war dort leichter, jetzt irgendwie was zu haben, als da in der kurz vorm Col de Ferrez. Col de Seine. Nicht Col de Seine. Wo? Wurscht. La Folie war es. Das ist nach Col de Seine. Nein, das ist nicht der Col de Seine. Der Col de Seine ist doch der zweite Hügel. Das ist der Past is Enemy. Ah, Col de Ferret, ja. Das sag ich doch. Col de Ferret, ja. Ein Noma-Hügel, ein Noma-Franzmann-Hügel. Ich glaube, jetzt haben wir den Lückenschluss zu ganz am Anfang. Wir kennen einfach die Laben und die Stationen nicht. Richtig. Ja. Es war halt ein Berg. Wurscht, irgendwo in Frankreich. Was auch nicht stimmt, weil es, glaube ich, in der Schweiz war. Was in Italien ist. Stimmt. Nicht einmal das Land erwischt. Wir müssen unserem Ruf einfach treu bleiben, Peter. Egal, Hauptsache Spanien. Richtig. In diesem Sinne, mit diesen wunderbaren geografischen Meisterleistungen wollen wir euch entlassen. Es hat uns sehr gefreut. Wir sind gespannt, was der Peter beim IRTF reist. Wir sind vielleicht ein bisschen gespannt, was ich beim IRTF reife. Wir freuen uns darauf. Bis bald. Bis denn dann. Servus. Tschüss.